Hallo liebes Publikum, HBK hier und ihr seht eine neue Folge von Let's Play Banjo-Tooie. Und es ist sogar die letzte Folge von Banjo-Tooie. Nicht nur irgendeine. Denn jetzt versuche ich wirklich das Spiel abzuschließen. Mal sehen, ob ich das auch hinkriege. Denn den Endkampf habe ich noch nie gemacht. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich bin ja auch noch nie so weit gekommen in dem Spiel wie jetzt im Let's Play zum Beispiel. Und habe es auch vorher bei keinem irgendwie gesehen, wo ich es halt das erste Mal gespielt hatte. Da habe ich es wirklich blind, ohne mir irgendwas vorher davon anzugucken, das Spiel gespielt und habe es nicht hingekriegt und wusste nicht, wo was ist. Und das ist wirklich schwer, wenn man das mit diesem Spiel hier macht. Wie gesagt, man weiß halt wirklich wenig. Was war das denn bitte? Das Vieh war doch ganz woanders. Das Vieh war doch noch weiter in der Luft, dachte ich. Na gut, das war jetzt hoffentlich der einzige Fail für diese Folge. Wobei ich irgendwie nicht gerade glaube, dass ich, das beim ersten Mal schaffe, den Kampf. Und ja, die Plopschuhe halt, um hier hochzukommen. Und jo, da gehen wir jetzt durch. Ich dachte eigentlich, hier wäre irgendwo ein Warp-Feld. Ist das nicht hier irgendwo? Ah ne, das kommt jetzt hier erstmal. Okay. So, dann haben wir hier erstmal Split-Pads. So, und werden mit Banjo mit diesem Move rübergehen und diesen Schalter aktivieren. Mit Kazooie können wir einfach so runterfliegen. Zack. Und können dann diese Tür hier öffnen. Boom. So, rein theoretisch müssten wir jetzt mit beiden noch einmal komplett rumlaufen. Aber wenn das hier wenigstens bei mir funktioniert, dann können wir hier einfach durchspringen. Wenn ich es dann auch richtig machen würde. Jo. Also da braucht man nicht nochmal komplett rumzugehen. Und das, was man gerade das Help gehört hat, das ist nur Minjo. Hey, Kazooie, es scheint niemand hier zu sein. Und ab, die Musik hat sich geändert. Immer wenn das passiert, endet das mit einem Kampf. So sieht's mal aus. Jarr, Klungo, muff, Herren, Grundtief, Fluff, Versteigen. Ach, Fluff, genau. Lernst du es denn nie? Klungo. Klungo, was? Hat gelernt, was auch immer. Ist er so nutzlos wie all die anderen? Jaff. Klungo denkt nicht. Muff, die mal gewinnen. Fanftherren verfüttert mich an Monster. Gott, ist das schwer, da mit dem zu quatschen, über den zu quatschen. Als er zu quatschen, so rum. Jetzt habe ich seinen Untertitel nicht gelesen. Oh mein Gott. Jarr, clever. Ja. Wo bist du? Ja, der blöde Trank verrät dich, aber ich sehe dich trotzdem nicht. Ah, da hinten bist du. Du Sau. Sehr gut, getroffen. So, dritter Treffer. Sehr schön. Gott, dachte schon fast, dass ich das nicht hinkriege. Ja, ihn muss man halt irgendwie finden, indem sein Trank immer wieder ausläuft oder so. Der sichtbar wird. Kann man aber auch ganz einfach mit Eiern machen, so wie ich. Klungo fällt einfach fest. Das Kämpfen mit Bären nicht... keine Ahnung. Und das wäre? Pfiff. Klungo wird immer heftiger. Frau Klungo mag mich nicht mehr. Klungo hat genug. Mit Herrengrund die Zukunft nicht ruf sich aus.
keine Aussicht auf Beförderung, keine Freiheit, keine Befahlung. Klungo wünscht sich jetzt einfach einen Freizeitjob. Vielleicht erfinde blöde Spiele. Also Klungo sagt, er hat keine Aussicht auf eine Gehaltserhöhung, auf irgendwie auf Ferien. Er hat keine Aussicht auf irgendwas. Und jetzt geht er vielleicht, sucht er sich einfach einen Bürojob, um eventuell sowas zu machen wie Spiele zu entwickeln. Behaltet euch das mal im Hinterkopf. Falsche Tür! Nee. Okay, und ja, während des Klungo-Kampfes habe ich wenig geredet. Ah, Tragödienturm-Quiz. Natürlich, was ist ein Banjo-Kazooie-Spiel ohne ein Quiz am Ende? Danke, vielen Dank. Ich bin Grunti, eure Gastgeberin. Herzlich willkommen zu meinem Tragödienturm-Quiz. Dann erkläre ich euch erst einmal die Regeln. Wer in den drei Runden mit Fragen zum allgemeinen Wissen die niedrigste Punkte erreicht, wird eliminiert. Richtige Antworten zählen 2 Punkte. Wird eine falsch beantwortete Frage eines Mitstreiters von einem anderen richtig beantwortet, erhält man dafür 1 Punkt. Eine falsche Antwort gibt 2 Punkte Abzug. Drückt B, um den Summer zu betätigen. Und A, wenn ihr antworten könnt. Kommen wir also zu unseren heutigen Opfern. Ich meine, natürlich, Wettstreitern. Zur Linken begrüßen wir meine hinreißende, schlanke Schwester Minjella. Zur Rechten sehen wir meine liebliche, wohlgeformte Schwester Blobelder. Und in der Mitte irgendein lausiger Bär namens Banjo. Yeah! Woo! Beginnen wir mit Runde 1. Womit bewegt man sich im Wolkenwonder? Wow! Lass ich gelten, yeah. Welche Farben hat das Großzelt im Hex-Hex-Park? Schwarz und blau? Nein. Erbsenhirn, ein anderer? Scheiße. Also die Fragen in diesem Spiel haben es wesentlich mehr in sich als die im ersten. Was hat der fiese Unga Bunga aus dem Majos-Tempel gestohlen? Sie lässt mit Absicht so viel Zeit vergehen. Okay. Welche Figur war in dem Gruselkabinett des Hex-Hex-Parks ausgestellt? Gobby, das Kamel. Vielleicht weiß es ein anderer. Hä? Ich habe A gedrückt? Wow, dieses Quiz ist echt ekelhaft am Laggen. Ich habe gedrückt! Wow. Okay, Levita, Beschwörung, okay. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Ah, gucken wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Das ist Majos Tempel. Prison Compound, Gefängniszelle. Die Maus war in dem Gefängnis. Silberner Stern war nicht zu sehen. Das war nicht geraten, ich hab's gesehen. Seht auf dem Bildschirm. 3 Kisten. Ja, keine Ahnung. Was willst du jetzt von mir wissen?
Ja, ich habe sogar noch gesagt, 3 Kisten. Welches Muster hat der Bikini der Frohen Frohen? Was? Wer ist denn die Frohe Froni? Wer war denn das? Das Flugobjekt steckte... Genau, stimmt, das Flugobjekt hing im zweiten Level und ging nach John Roger. Mingella hat anscheinend einen neuen Rekord in Blödhaftigkeit aufgestellt. Tschüss! Und normalerweise ist sie die Schlaue. Matsch bist du. Okay. Wie viele Töchter hat Tip-Top in Jolly vs. Laguna? Was? 19. Nicht schlecht. Eigentlich ja nur eins. Hier ist eine Szene aus dem Spiel. Das ist... Schaff... Ja, klar. Buzzer doch jetzt schon. Obwohl nicht mal die Frage da ist. Was zum Teufel? Wie heißt Welt 2? Ich wollte gerade drücken. Mist, ich darf die Zeit nicht so verstreichen lassen. Gut. Welche Art von Dinosaurier gibt es nicht im Pterodactylus-Land? Ich glaube Velociraptor. Yes. Der hieß, glaube ich, Klumpfuß. Jawohl. So, sie auf dem Bildschirm. Entschuldigung, ich bin ziemlich leise, weil ich nachdenken muss und mich konzentrieren muss. Das ist immer noch Konga. Kongas Zelt. 4 Tickets. Mr. Patch. Ich hab grad gedrückt! Genau, Boggys Kinder findet man dort nicht. Yeah, abgesahnt. Wie viele Figuren waren an der Einleitungssequenz beteiligt? An der Einleitungssequenz? 8? Was? Hä? Okay. Seht auf dem Bildschirm. Eine Dublone. Ich buzzer einfach schon mal. Captain Blubber, genau. Das hätte ich auch noch gewusst eben, wie man sieht. Welche Gefahr droht dir in der Qualitätskontrolle der Grunty GmbH? Giftgas. Genau. Presswände. Hm. Welches Problem hatten die Aliens in Jolly Rogers Lagune? Verstopfte Toiletten, kein Treibstoff. Verstopfte Toilette. Welchen Ort gibt es nicht im Pterodactylus-Land? Die Brutstätte, Trampeltal, die Flusspassage. Doofkopf! Ein anderer? Ach, die Brutstätte. Genau, das nennt sich ja gar nicht so. Das war ja Terrys Nest. Ach, scheiße. Sag das Trampeltal. Ach, Mist. Besserwisserische, alte, dicke... Bäh. Blobbelder. Sie haben einen Bildschirm. Scheiße, die kann mich sogar noch besiegen, wenn das so weitergeht. Boggy ist zu Hause. Okay, gut. Da wusste ich jetzt überhaupt nicht. Ach, scheiße. Scheiße, scheiße. Nein, damit habe ich mich gerade... Nein. Mit dem Frühbuzzern habe ich mich, glaube ich, gerade ins Aus katapultiert. Sehe ich da Angstschweiß? Ausgezeichnet, Runde 2 endet mit einem Unentschieden. Also bestimme ich fies und völlig wahllos, wer verliert. Ich nehme... Benjo. Leck mich, Grunty! Bro! Herzlich willkommen zu Ansatz Nummer 3 in der zweiten Runde von... Tragödienturm-Quiz. Ich versuch's nochmal. Welche Gefahr droht dir in der Qualitätskontrolle Grunty GmbH? Giftgas. Danke. Ich versuche jetzt einfach so schnell wie möglich immer Fragen zu beantworten. Weil das Spiel hat mich jetzt mehrfach schon mit gefressenen Inputs und sonst was allem
verarscht. Planken hast du gesehen? Wie viele Planken hast du gesehen? Komm, zählt man auch so schnell? Befeindeten Stämme im Pterodactylus-Land. Ungabunga und Ugelbugel, genau. Was hat die Maya aus Smaragd-Schlange nicht getan? Ja, super. Was befindet sich in ganz oben am Grunty GmbH? Da ist einige Schilder, okay. Mann, die Trainer feilten. Nochmal, was? Federn an den Pfeilern der Maios-Statuen. Ich glaube gelb. Auch nicht. Nein, nein und nochmal nein, ihr Idioten. Wie heißt der Athlet im Wolkenwonnenland? Das ist Herr Fit. Du Besserwisser. Seht auf dem Bildschirm. Seht ihn euch an. Trombonadon. Trombonadon. Ah ne, wie viele Schalter am Ende wahrscheinlich? 3. Dino-Fußabdrücke hast du gesehen. Ach, das waren 4, nicht 5. Okay. Och man, nein, nicht Blobelda. Bitte nicht nochmal. Wie heißt Welt 3? Welches Tier hat ein Problem mit Fliegen? Ich hab gedrückt! Spiel bitte! Ich drücke doch! Oh Mann, ey. Was zum Teufel ist das? Okay, das wusste ich nicht. Die wohnt in einem Zelt. Selbst wenn sie die Frage noch beantwortet, habe ich gewonnen. Yes, endlich! Entschuldigung, ich war jetzt ein bisschen konzentriert. Oh, das war dumm. Das war dumm. Das war so dumm. Oh, sie hat nicht gebuzzert. Sehr schön. Oh mein Gott. Runde 2 ist beendet offenbar. Hat auch Schwesterchen Blobbelda gegen diesen dummen Bär versagt. Hier ist dein Trostpreis, Blobby. Und Matsch. Hör jetzt gut zu, Dumpfbacke. Ich ändere die Regeln für die letzte Runde. Damit es schwerer wird, werde ich euch die Antworten erst zeigen, wenn ihr den Summer betätigt. Wenn die Antwort nicht wisst, dürft ihr Z drücken und die nächste Frage hören. Ihr müsst einen netten kleinen Punktestand innerhalb der vorgegebenen Zeit übertreffen. Ich wünsche euch herzlich alles Schlechte. Natürlich. Los geht's. Die letzte Runde. Welchen Zauber wendet Mumbum Hexhexwag an? Das weiß ich. Energie. Welche Intensiv findet man nicht in der Klunkerkluftmine? Presslufthammer. Zugschienen, Stromgenerator. Presslufthammer. Wem gehört den Tempel, in dem die Puzzlespiele gemacht werden? Das ist Meister. Das ist Puzzello. So. Welche Farben hat der Elektromagnet in der Grunty GmbH? Schwarz, Rot, Weiß, glaube ich. Ich bin nicht sicher. Angst, was? Welche Farben haben die normalen blauen Eier?
Ich bin gerade geschockt von dieser Frage. Was findet man nicht im Mumus Schädelhaus? Ein Stuhl. Ach ja, doch, er sitzt ja auf einem. Bäh. Wem gehörte der Spind in der Lagune, in dem man öffnen muss und betreten könnte? Das war D. Jones oder auch Davy Jones, wie auch immer. Hm, okay. Wie viele Sterne führen im Stern von Hexax Park hoch zu den künstlichen Planeten? Das waren, glaube ich, 1, 2, 3. Genau. Was findet man auf dem höchsten Gebäude in Mayaos Tempel? Ein Puzzle. Auch wenn ich lieber Jiggy sage. Das war nicht geraten. Was sollte Boggy möglichst getan haben, wenn seine Frau wieder nach Hause kommt? Eine Dusche genommen, das Essen im Ofen. Genau. Auf wie viele Etagen hält der Dienstaufzug in Grunty GmbH? Auf 5 Etagen. Welche Welt aus Banjo-Kazooie findet man auf keinem Gemälde in Banjo-Tooie? A Gobi's Treasure Trove Cove für Zizi Peak, dann Gobi. Wie gelangt man in den großen Fisch in Jolly Rogers Lagune? Man schießt ihm die Zähne aus. Man schießt seine Zähne ab, genau. Gut geraten, das war nicht geraten, ich hab's gemacht. Was wollte das Schwein in Jolly Rogers Lagune? Einen Schatz suchen, Malereien fotografieren, genau. Lass ich sie gelten. Wie viele unterschiedliche Eingänge gibt es zur Grunty GmbH? Echt? So viele Eingänge? Was dient im Wolkenwonnenland für ein Rennen? Eine Aufziehmaus. Welche Farbe haben die Zeitbombeneier? Rot mit gelben Punkten. Welche Farbe hatte das Ginger-Haus, das niedergewalzt wurde? Das war leider das Haus von den grauen Gingers. Wohl besser, besser. Diese letzte Runde ist beendet. Welch lächerlicher Punktestand den... Hä? Was soll das denn? Das kann nicht stimmen. Das Punktezählsystem muss kaputt sein. So viele Punkte kannst du gar nicht haben. Das darf doch nicht wahr sein. Ich annulliere den Sieg aufgrund technischer Mängel. Oh je. Und was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Irgendwelche Vorschläge? Du könntest dich feige davon machen, wie in Banjo-Kazooie, bevor wir dir in den knochigen Hintern treten. Ja, das könnte ich. Danke, du Superhirn. Glücklicherweise habe ich mir genau dafür eine Rakete hier eingebaut. Ich warte oben auf euch, wie letztes Mal. Aber diesmal werdet ihr abstürzen. Bye, Grunty. So, dann geht da das eine Tor auf. Korrekt, komm Kazooie, finden wir heraus, wohin diese Tür führt, die gerade aufging. Glaubst du, das Spiel ist jetzt zu Ende? Ich glaube nicht. Es gab noch keinen Abspann. Stimmt. Okay, gehen wir. Apropos Abspann, jetzt kommt wirklich der Abspann. Den werde ich jetzt aber auch rausschneiden und wir sehen uns dann auf der anderen Seite der Tür. So, auf geht's. Ab nach unten, wie es aussieht. Meine Güte, waren die Credits lang. Steht doch nicht einfach nur da. Es ist noch Zeit. Rettet meinen Bruder und Jingerling. Kehrt die Lasereinstellung um. Aber da ist keine Anleitung. Kein Problem. Ich drücke ein paar Knöpfe. Und sehe, was passiert. Nein! Ich... Da! Das sollte helfen. Du gefederter Vollidiot! Alles könnte jetzt passieren. Ja, aber da er auf Blow... Was wir da unten wohl jetzt treffen? Auf Blow, also auf Rauspusten sozusagen, gedrückt hat... Ja, deswegen sollte das doch gut gehen, dass die Energie jetzt wieder dahin kommt, wo sie herkommt. Show, es funktioniert. Ha, jetzt ist eine Entschuldigung fällig. Blöd, Mann.
Auf keinen Fall. Tja, ja. Danke, Leute. Als Zombie hat man kein schönes Dasein. Okay. Schön, Jingerling ist wieder am Leben. Als nächster ist Bottles dran. Kazooie? Er war ganz schön lange leblos. Schalte lieber auf volle Kraft. Erst wenn sich Heini entschuldigt. Der Heini entschuldigt. Entschuldigung. Geht doch. Bottles muss leben. Lebe! Wieder Auferstehung. Es ist Jesus. Nicht Bottles, sondern Jesus. Oh mein Gott. Oh nein. So spät schon? Frau B wartet mit dem Essen auf mich. Sie bringt mich um. Ich habe Bottles Stimme echt so ewig nicht mehr gemacht. Es ist mir egal, wie verbrannt es ist. Du isst das jetzt. Ich kann nicht. Ich kann nichts dafür. Die Hexe hat mich getötet. Man hat mich gerade erst wiederbelebt. Dann sollte so eine gute Mahlzeit doch ganz nett sein. Ja, sicher, mein Schatz. Hey, guck mal, wer da ankommt. Grundgütiger, wer seid ihr beide denn? Gestatten, König Jingerling. Und dieser feine Bursche ist Klungo. Bär und Vogel haben Klungo auf Klauen der bösen Hexe befreit. Ich wurde von dem ewigen Dasein als Untoter bewahrt. Alpho, kommen wir vorbei zum Feiern. Ach, zum Feiern, so rum. Klingt gut. Hervorragend. Ich werde ein paar Kekse backen. Aber wo ist Benjo? Er ist ein echter Held. Böfe Herren ist entkommen. Bär und Vogel hinterher. Sie kommen später. Aber wir feiern jetzt. Plopp. Das muss das Ende sein. Es gab einen Abspann. Und allen geht es wieder gut. Was ist mit Grunty? Oh. Ich glaube, wir sollten mal schnell zum Turm hinauf. Aber wie sollen wir da raufkommen? Netter Versuch, Benjo. Aber ich glaube, die Öffnung da unter dem Laser führt wahrscheinlich rauf. Ich hoffe, du würdest sie übersehen. Sehr schön. Aber wenn man hier einmal um die Ecke geht, da haben wir dann erstmal noch jemanden Bekanntes. Ach, hallo, Herr Bär. Ich bin Dingpot. Erinnert ihr sich? Eigentlich nicht. Ich habe Ihnen am Ende von Benjo Kazooie geholfen. Genau, der alte Stinketopf. Sie sind so gemein. Aber hüpfen Sie doch hier rein und holen Sie sich den Ding-Bonus. Müssen wir denn? Meine Federn sind vom letzten Mal gerade wieder sauber. Alles klar, dann holen wir uns mal den Dingpot-Bonus. Der eigentlich nichts anderes ist, als sein ganzes Zeug wieder aufzufüllen. In dem Falle anscheinend nur die blauen Eier. So, und dann müssen wir hier nach draußen. Und dann führt hier auf der rechten Seite, hoffe ich, ja. Ja, so ein Weg nach oben. Hier ist der Warp, den ich eigentlich vermutet hatte. Und hier oben ist die Tür, durch die man halt nur durchkommt, wenn man alle 70 Jiggies und alle 10, also nicht alle 70, sondern 70 Jiggies eingesammelt hat und alle 10 Herausforderungen von Puzzlo, Puzzello gemeistert hat. So, und jetzt auf
in den Kampf. In mittlerweile 42 Minuten Aufnahmezeit für diese Folge. Aber ich habe es ja ein bisschen geschnitten. Nanu, es scheint niemand hier zu sein. Wir sollten nach Hause gehen. Wow, das ist ja eine großartige Aussicht von hier oben. Und wie? Aber findest du es nicht auch merkwürdig, dass Runtilda nicht hier ist? Bestimmt zu feige. Unser Abenteuer war zwar wirklich klasse, aber spielen wir lieber weiter Karten. Guckt mal hinter euch. Herr Eggwan, großer, grässlicher Grundumgraber anscheinend oder so. Benjo? Sieh nur, wie groß der ist. Der war doch vorher nicht so groß. Wie konnten wir den übersehen? Gute Frage. Wie mit dem Rücken zu ihm standet. Und das hier ist unser Endboss. Endlich nach 2 Jahren, wie werde ich mich rächen? Wette nicht drauf, Knochenhirn. Wir werden sehen, Vögelchen, wir werden sehen. Wo ist dieser Knopf für den Laser? Verflixt und zugenäht. Gib mir mal die Bedienungsanleitung für das Ding. Ah ja, so geht das. So, das ist die erste Phase. Nämlich Laserstrahlen. Und wir haben hier einen Vorrat an Eiern. So. Ihr dachtet wohl, das Quiz sei schon vorbei. Was? Falsch gedacht. Ich habe immer noch einige Fragen in petto. Beantwortet sie und ich gehe etwas sanfter mit euch um. Was hat Kapitän Holzauge getrunken? Wasser. Mist, das ist richtig. Ich werde nur meine langsamen Attacken benutzen. Seid bereit für eine Überdosis meiner Magie. Los, kämpft! Würdest du bitte laufen, Benjo? Danke. Ja. Warum habe ich so wenig Energie? Ich dachte, der Dingpot hat uns aufgeladen. Autsch. 1:0 für den nervtötenden Bären. Mehr Laser, bitte. Wie schalte ich sie alle ein? Diesen hier? Vorzüglich. Auf ein neues. Ja, ich hatte keine Zeit zum Springen. Danke, Spiel. Oh, jetzt bin ich immer wieder hier unten. Bäh. So, versuchen wir das Ganze noch einmal. Schon zurück, ihr Nieten? Halt einfach die Klappe und komm in die Gänge. Wie ihr wollt. Ja, wie ihr gelesen habt, ist das jetzt Anlauf Nummer 20 insgesamt, also 19 Anläufe später mit dem hier mitgerechnet. Und ja, an der Stelle muss ich dann auch sagen, das hier ist alles jetzt nachkommentiert. Wie viele Knöpfe hat der offizielle Nintendo-Controller? Ich habe eigentlich nachgezählt, es sind 9, aber anscheinend sind es nur 8 oder sogar 10, ich weiß es nicht. Weil ich habe diesen Kampf wirklich nicht gut gemeistert bis hierhin. Mal von den ganzen Spielfehlern, zum Beispiel unsichtbare Laser oder Sprünge, die nicht angenommen wurden, abgesehen, habe ich diesen Kampf auch ziemlich scheiße gespielt, muss man sagen. Wie sowas wie gerade eben, wo ich getroffen wurde. Deswegen hatte ich mich entschieden, einfach die ganze Zeit aufzunehmen, aber ohne Kommentar. Weil das wäre eh nichts weiter außer rumragen gewesen, also glaubt mir. Ja, und die Phase kennen wir ja. Das ist jetzt schon die zweite Phase mit den 4 Lasern. Ich werde die Phasen jetzt alle so erklären. Wer verkauft Hamburger Max Hex Park? Big L war's, aber ich habe das obere genommen. Ich weiß nicht mal, was genau das war. Ja, und ich benutze hier Granateneier aus einem bestimmten Grund, weil eigentlich sind die Eiseier am besten. Die schießen ganz schnell.
und machen alle zwei Schaden. Die Granateneier machen drei Schaden, aber ich brauche die Eiseier noch für eine ganz andere Phase. Nicht da, ich brauche etwas Neues. Ja, und jetzt kommt Grunty mit Mörserkanonen an, beziehungsweise wärmesuchenden Kanonen, oder mit einer jedenfalls. Die schießt insgesamt viermal, denen man so ausweichen kann. Und dann sammle ich da schnell noch Energie auf. Von welchen Jinjos gibt es die meisten? Und das ist natürlich die schwarze Familie. Ja. Und am besten ist es auch, so ein kleiner Tipp, wenn ihr mit Banjo und Kazooie eben rumlauft, am besten mit Banjo einzeln, bevor sie eine Frage stellt, weil dann seid ihr mit dem Gesicht zu ihr. Wenn ihr im Talentrot seid, guckt ihr von Grunty weg. Und das jedes Mal. So, jetzt kommt eine zweite Mörserkanone dazu. Ich habe da einfach mal die Eier eingesammelt, weil ich gehofft habe, Eiseier, aber nein. Natürlich nicht. Ich habe es ja gesehen, das sind blaue Eier. Duh. Und ja. In dem Moment stellt sich wieder eine Frage. Wie viele Zelte gibt es im Hex-Hex-Park? Das sind drei. Das weiß ich nämlich, weil die Fragen wiederholen sich nach einer Weile. Jedenfalls, wenn man es immer wieder spielt. Und wie gesagt, das ist mein 20. Anlauf. Und da habe ich auch ganz gut den Schaden reingekloppt. Also mit... Man kann ihr immer 10 Damage machen. Das bedeutet, man kann insgesamt 5 Eiseier ins Gesicht hauen. Und das habe ich gerade eben gemacht. Jetzt kommt sie normalerweise mit dem Bohrer auf einen zu. Und dreht den Bohrer mal so, dass man vom Laser getroffen wird. Aber ich halte mich hier aus bestimmten Gründen schon möglichst nah an diesem Auspuffventil. Oder der Auspuffluke. Und bin jetzt auf Banjo zurückgewechselt, weil ich eben, wenn denn wieder auf sie geschossen wird, ich zu ihr gucken möchte. Das hat einen bestimmten Grund, warum ich dieser Auspuffluke da nah bleibe. Wer sind Gemälde im Fandes Fundgrube abgebildet? Brentilda war das. Das war einfach nur geraten. Das wusste ich nicht. Und ja, jetzt müssen wir natürlich wieder mal 10 Schaden bei ihr reinbekommen. Und das war nix, denn da war eine Kante dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Alles klar. Jetzt hätte ich am besten auf die Clockworks wechseln müssen. Habe ich aber so schnell nicht geschafft. Das mache ich jetzt. Denn jetzt muss man mit 2 Clockwork-Eiern da rein. Und die Batterien kaputt machen. Natürlich muss man vorher nochmal eine Phase von Grunthilda ergehen lassen. Also nochmal 10 Schaden reinkloppen, ehe man die zweite kaputt machen kann. Und man kann nicht beide gleichzeitig mit einem Clockwork kaputt machen. Das funktioniert leider nicht. Und wenn man das theoretisch irgendwie hinkriegen sollte, dann würde das Spiel eh soft locken, weil das sollte so nicht passieren. Das da war super von mir gespielt. Ich springe erstmal in den Bohrer rein, wie man gesehen hat. Und ja, jetzt gehe ich immer entgegen der Laser. Und warum auch immer ich da vom Laser getroffen wurde. Ich bin eigentlich gesprungen, aber der hat den Sprunginput nicht genommen. Das ist auch einer der großen Fehler gewesen, die mir andauernd passiert sind. Ja. Dann kommt da wieder eine Frage. Welche Farbe hatte Momos Plattform in Jolly Rogers Lagune? Da wusste ich überhaupt nicht. Ich habe mir aber gedacht, gelb, weil wegen der Sonne. Und es hat funktioniert. Ja. Und natürlich heißt es jetzt wieder auf Grunthilda zielen. Was ich die ganze Zeit nur mit den C-Griffen mache, nach oben und unten. Ich weiß nämlich nicht, wie man sonst am besten zielen kann. Aber was ich empfehlen kann, ist, sehr darauf zu achten, zu straven, also mit dem linken C-Knopf und dem rechten C-Knopf. Das ist noch wichtiger, als auf sie zu zielen, weil den Angriffen auszuweichen ist doch noch ein bisschen wichtiger. So, und da gehen wir jetzt mit dem Clockwork da rein und machen die nächste Batterie kaputt. In Ordnung, das war's. Ich habe genug. Wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Jetzt heißt es, Grunty mal wieder 10 Schaden reinzudrücken. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass die Eier automatisch auf die blauen Eier gewechselt haben und die machen Grunty immer nur einen Schaden. Das fand ich nicht so schön. Und ich wechsle auf die Granaten, damit diese Phase vielleicht ein bisschen schneller vonstatten geht. Und eigentlich brauche ich die Energie für die nächste Phase, weil die hat mich am meisten abgefuckt. Das ist noch die, die wirklich für mich mit am schlimmsten ist. Auch wenn es eigentlich nicht so eine schlimme Phase sein sollte. Denn jetzt ruft sie Minions, also die Gegner. Was ihr natürlich jetzt die ganzen Dialoge, was sie so sagt, könnt ihr zum Beispiel nicht sehen. Das tut mir dann in dem Moment leider leid, aber da ich halt das dann zum vierten Mal hintereinander gemacht habe oder so, da sagt sie nicht mehr alles. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich den da einfrieren kann. Was mir natürlich, wie man sieht, eher suboptimal gelingt. Da gelingt es mir, aber dann bugge ich irgendwie am Bohrer fest, bis sie mich trifft.
Und da er jetzt eingeeist ist, kann ich versuchen, sie zu treffen, ohne Angst vor dem Typen zu haben. Weil die irritieren wirklich extrem. Und jetzt kommt noch Giftgas dazu und ein zweiter Minion. Aber diese Phase, die kriege ich relativ gut hin. Und jetzt ein Dialog, den ich bisher noch nie hatte vorher. Okay, jetzt bekommt ihr meinen größten, grässlichsten Fluch, dessen ich fähig bin zu spüren. Leistet einem Freund Bottles Gesellschaft. Ihr werdet euch wünschen, ihr hättet euch nie mit Grunthilda Winky Bunion angelegt. Winky Bunion? Ist das dein Nachname? Nein. Natürlich nicht. Ich verklage euch, wenn ihr das weitererzählt. Wie du wünschst, Winky. Sterbt! Ja, und in dieser Phase muss man sie lediglich einmal treffen. Blöd für mich, dass in dem Moment mir meine Eiseier ausgegangen sind. Sonst hätte ich einfach direkt hauen können. Ich musste da aber ausweichen, weil das ist echt ein schwieriger Zauber. Böser Zauber. Oh nein, der Fluch! Ich habe ihn fallen gelassen. Man muss ihn nur mit einem einzigen Ei treffen, mehr nicht. Schafft ihn schnell weg, bevor er... Und damit haben wir alle 10 Phasen und auch den Kampf gegen Grunthilda geschafft. Jawohl, endlich. Na, der haben wir... ihr Winky Bunny gezeigt, oder Benjo? Ach, keine Ahnung, was da jetzt genau stand. Allerdings, und wie? Komm, wir gehen runter zum Bottles Party. Gute Idee. Aber bevor wir das machen, kommen hier die versprochenen Credits. Ja, ich habe mir erst überlegt, ob ich hier jetzt mal wieder ein Highlight Reel reinsetze oder nicht. Hab mich dann doch dagegen entschieden, weil ich jetzt irgendwie derzeitig da nicht ganz so viel Dunst und auch nicht so viel Zeit dazu habe, damit dieses Video hier noch zeitnah zu euch kommt. Ja, und hier sieht man halt die ganzen Leute, die halt an dem Spiel teilgenommen haben und so. Und jetzt kann ich das gesamte Spiel mal ein bisschen Revue passieren lassen. Zum einen, natürlich ging es anfangs relativ gut. Denn ich habe ja auch, wie gesagt, eine private Date gehabt, auf der ich die ganze Zeit gespielt habe. Aber nachdem es dann aus Jolly Rogers Lagune rausging und ins Terry Duckland, habe ich angefangen, irgendwie ratlos hin und her zu rennen. Und dann hat es auch damit angefangen, dass ich nicht mehr so gut gespielt habe. Besonders später dann in Grunty Industries, wo wir ja 10 Folgen hintereinander gewesen sind. Ist ja auch nicht gerade ohne. Naja, egal. An sich bin ich aber trotzdem sehr zufrieden mit dem Let's Play. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir da unter 60 Parts durchkommen. Also 55 ist da schon ganz gut. Ich habe sogar damit gerechnet, dass es 70, 80 Parts werden. Hatte ja zwischenzeitlich damit gehadert, machst du 100%, machst du nicht 100%. Hab dann aber mich doch dazu entschlossen, nicht 100% zu machen, weil das wäre für mich einfach Overkill gewesen. Und ja, dass ich jetzt zum Schluss auch das alles nicht mitkommentiert habe, wie zum Beispiel eben den finalen Kampf, wo ich es denn endlich geschafft habe. Oder jetzt hier die Credits, da habe ich durchgehend nicht gesprochen. Genauso wenig, weil jetzt kommt noch was danach. Oh, Spoiler, Spoiler. Weil wir müssen ja noch Bottles Party abchecken. Das muss ich jetzt auch alles noch nachquatschen. Aber an der Stelle kann ich natürlich mal wieder alles Mögliche an Danksagungen sagen. Zum einen natürlich Dankeschön an die liebe Chaos Jojo. An die liebe Jojo dafür, dass sie mir dieses geniale Hintergrundbild für das gesamte Let's Play gemacht hat. Dankeschön für den Hinweis, dass das Spielebild ein bisschen größer soll. Das ist ja in den ersten 2, 3, ich glaube sogar 5 Folgen, ich weiß es nicht genau, ist es ja ein bisschen kleiner gewesen. Danke, dass mir da konstruktive Kritik genannt wurde, dass das alles jetzt so ist, wie es jetzt ist. Das ist auch viel schöner und viel besser zu sehen alles. Ich weiß, ich hätte rein theoretisch das Let's Play auch in 16:9 halten können, aber ja, ich weiß auch nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Ist eben so. Weil sonst wäre es wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen pixeliger, verzerrter gewesen. Jedenfalls so, wie ich es am Anfang bearbeitet habe. Mir ist erst später aufgefallen, dass es so komisch flackert und wie ich das loswerden kann, wusste ich auch erst später. Das ist mir dann später nochmal in der Folge irgendwo passiert, das tut mir leid, aber ich habe es ja im Endeffekt, denke ich mal, danach überall ordentlich durchgezogen und so. Und ja, Dankeschön, wie gesagt, nochmal an Chaos Jojo, Dankeschön an alle, die kommentiert haben, die zugeschaut haben, die Kritik gegeben haben, denen das Let's Play gefallen hat und die mich auch ein bisschen da ertragen haben auf Twitter, weil da habe ich manchmal echt ein bisschen rumgeraged, besonders jetzt zum finalen Kampf, da habe ich, glaube ich, 6, 7 Tweets, wo ich mich nur darüber ausgekotzt habe, rausgelassen.
Aber es waren auch ziemlich viele Fehler da drin. Wie gesagt, ein unsichtbarer Laser, der mich mal getötet hat. Dann ganz viel, dass mein Input nicht genommen wurde. Dann auch oft, dass Grundhilda zwar von dem Ei getroffen wurde, aber keinen Schaden genommen hat. Man hat wirklich gesehen, dass sie getroffen wurde, nicht irgendeine Kante oder so. Da hat sie es dann mit dem Ellbogen. Irgendwie ist das Ei kaputt gegangen. Ich habe ihren Ellbogen getroffen und das Ei ist nicht kaputt gegangen. Und ich kann euch ja ein kleines Geständnis machen. Ich habe sogar zwischenzeitlich überlegt, ob ich den finalen Kampf einfach lasse. Bei jemand anderen die Endcutscene nehme. Und einfach nur ein Fail-Highlight-Reel reinpacke. Weil ich diesen Kampf irgendwann nicht mehr machen wollte. Ich habe jetzt beim letzten Anlauf wirklich keinen Spaß mehr gehabt. Und deswegen ist es auch besser, dass ich es nachkommentiert habe. Damit ihr so ein bisschen wisst, warum ich das so denke. Und warum ich das so gehandhabt habe. Handhabt habe, haha. Und ja, die Credits laufen jetzt immer noch ein bisschen weiter. Und weiter und weiter. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich so sagen soll. Natürlich das erste Mal, dass ich dieses Spiel durchgespielt habe. Darauf bin ich mal wieder sehr stolz. Also mal wieder so ein Jawoll-Moment von mir. Ja, ich finde das schön. Ja, das tut echt gut, dass ich es durch habe. Freut mich auch, dass ich dann zum Schluss nicht einfach hab sacken sozusagen sein lassen mit dem Kampf. Da möchte ich mich dann bei der lieben Shireen bedanken, denn die hat mir gesagt, das würdest du im Endeffekt nur bereuen und da hat sie auch recht. Von daher habe ich dann mir ein Herz gefasst und dann mir gedacht, okay, ich mache das jetzt so lange, bis ich es endlich schaffe. Und nachdem ich, wie gesagt, mit Shireen geschrieben hatte, habe ich es dann beim vierten Anlauf dann geschafft. Ja, ungefähr vierter, fünfter Anlauf. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. So oder so, natürlich war das viel gefailt, aber kennt ihr mich anders? Ich bin halt der Fail-Lord. Banjo-Tooie wurde entwickelt von Rare und veröffentlicht von Nintendo damals. Und mittlerweile wird es vertrieben von Microsoft. Und schließlich ein großes Lob an euch, die das alles ermöglicht haben. Kein Problem. Natürlich, was am meisten an dem Spiel genervt hat, war ein bisschen die geringe Framerate und dass so viele Spielefehler drin sind. So von den Inputs schlucken und so. Und jetzt genießen wir einfach die Endcutscene noch ein bisschen. Danke nochmal an alle fürs Zusehen und so. Ziemlich ruhig für eine Party. Hey, Brillenschlange, wo ist die Party? Nun, die ist leider vorbei. Dieser Klungo hatte solchen Hunger, dass kein Krümel mehr übrig ist. Mumbo wollte tanzen. Da ist doch noch was übrig. Ich meine... Oh. Großer Haufen Mist. Das ist alles deine Schuld, Superhirn. Hättest du die alte Hexe doch schneller erledigt. Entschuldigung, ich brauchte nur mal 20 Anläufe. Wenigstens habe ich mich nicht feige in meinem Löchern verkrochen. Versteckt. So rum. Du blöde Feder. Ha, ha, ha. Dumme Wumba, auch versteckt. Im Wigwam. Du Klappe halten. Oder Wumba verwandeln Scharlatan in Frosch. Ich mache ein Goldstatue treten in Wumbas Hintern. Aufhören, und zwar alle. Streitet euch gefälligst draußen. Kazooie hat eine bessere Idee. Habt ihr Lust auf ein Hecki-Hex-Sack? 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 Was soll das denn sein? Du wirst schon sehen. Das war, da habe ich jetzt irgendwie Bottles machen wollen, warum auch immer. Falsche Stimme. HBK, falsche Stimme. Nee. Ja, jetzt gehen wir raus und spielen ein bisschen Hecki-Hex-Sack. Von Grunty ist nämlich nur noch der Kopf übrig, den man gut als Hecki-Sack benutzen kann. Arme Grundy irgendwie. Aber mir tut sie nicht leid. Nimm dies, Schrapnelle. Das viel Spaß sein. Mumu, korrekt. Mega Spaß. Schieß sie rüber zu mir.
Gute Kopfballarbeit. Ups, da ist der Kuller dein Hexenauge. Das wird euch noch leid tun, euch allen. Wartet nur auf Banjo 3. Was niemals rauskam. So oder so ist aber erstmal dieses Let's Play vorbei. Dann sage ich mal, Dankeschön fürs Zusehen. Das war's mit Let's Play Banjo-Tooie. Ich bin HBK und sage mal Tschüss, bis dann.